Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Und hier haben wir ein paar Sachen. Haben ein paar Geiles. Oh, ich habe einen Topf. Ja. Hier ist ein Topf. Das ist sehr geil. Das ist wirklich sehr geil. Die Boombox habe ich mitgenommen. Den das Topf. Da ist sogar Munition gelegen. Geld. Eine Handgranate. Ah, ich glaube sogar hier, wenn man rechts entlang geht. Genau, hier sind nämlich auch Miesmuscheln. Ah, ne, Austern, sorry, Austern sind's. Schade, ich dachte schon, das wäre die magische Miesmuschel. Nein, tut mir leid. Dahin ist, glaube ich, ein Höhleneingang. So, ich trage zu viele Austern. Man kann ja echt nicht viel mitnehmen, ne? Leider. Hier ist tatsächlich kein Höhleneingang. Schildkröten. Oh, weiß ob. Na, okay, die erste Schildkröte haben wir getötet. Habe ich hier auch irgendwo eine find. Schildkröte. Hier ist noch einer. Oh. Noch ein Weg. Da. Und da drüben ist auch noch einer. Und die Vögel. Okay. Jetzt habe ich mir mal den Panzer. Jawohl. Aber ich glaube, man kann nur einen Panzer mitnehmen, oder? Weiß nicht. Nee, ich glaube, ich habe einen zweiten Panzer dabei. Okay. Kann das sein? Ja, ich habe zwei Schildkrötenpanzer dabei. Kannst du eins als Rüstung benutzen? Den steht irgendwas dabei. Nee, man kann den nicht ausrüsten oder sonst irgendwas. Ist nur zum Bauen. Seil. Ja, dann lass mal zur Insel schwimmen, oder? Ah, da müssen wir jetzt halt dann aufpassen. Da ist, glaube ich, dieser Hai, oder? Ja. Einfach direkt hinschwimmen. Ja. Ich frage mich gerade, wenn wir vom Hai getötet werden, wo wachen wir auf? Theoretisch sollten uns die Einwohner hier nicht mitnehmen. Genau. Theoretisch. Bis jetzt sehe ich nur Fische unter Wasser. Noch kein Hai. Vielleicht kommt der Hai erst, wenn man nach Hause geht. Hallo, ich möchte hoch. Boah, wie es sich das anhört. Ja. So, ein weiterer GPS-Tracker. Eine Knarre. Oh, ist richtig ekelhaft. Ja. Die Frage ist, wer gibt der Virginia seine Knarre? Also von mir aus kann ich meine weggeben. Na, ich gebe meine. Patrick M. Knight. Holographic World. Das hier ein Tracker ist? Hm? Ja, bei ihm. Achso, vielleicht habe ich ihn wie ich hochgehen wollte, vielleicht habe ich ihn da mitgenommen. Vielleicht. So, sieht man den Hai jetzt eigentlich schon? Nein. Oh, eigentlich müssen wir auch noch den Hai sehen können, wenn er hier mal einen Fisch holt. Oder, ach nee, ich glaube, so ein... Ich gehe an Land. Hier sind die Viecher. Möwen? Eine Möwen, genau. Wenn er sich so eine Möwe schnappt. Das würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal sehen. So. Ist bei mir irgendein Hai? Nö. Ich geh jetzt auch mal weg. Fische. Oh, konnte man schon. Der Hai ist bei mir. Aua. Hast du Schaden? Ja, ich hab viel Schaden bekommen. Scheiße. Also, ja, es geht eigentlich tatsächlich für einen fucking Hai. Ja. Jetzt verfolgt er mich nicht mehr. Der hat mich jetzt einmal angegriffen. Und dann war das sofort wieder weg.
Also es war wirklich so, ich schwimme los, schau nach hinten. Oh, hi. Hi, hi. Gut. Hier gibt es einen Paddel, den würde ich gerne mitnehmen. Damit kann man ja Speere und so machen. Theoretisch eigentlich. Aber was, nein. Paddel? Ja. Wo? Hä? Hier. Also normalerweise könnte man daraus. Ach so, ja. So. Hm. Könnte man daraus irgendetwas bauen? Ja, eigentlich schon. Aber du kennst es ja. Gut. Ja. Okay. Ich hätte eigentlich mit mehr Dings erwartet. Stoff. Ja, da werden wir schon noch was finden. Lass mal auf die andere Seite jetzt gehen. Ja. Also, lass uns die Machete holen. Genau. Ist aber sehr flaches Gewässer hier, muss man schon sagen. Ja, stellenweise ja. Und da drüben ist eine Dorf. Ja. Und dann gehst du hin und das ist nur ein, zwei Stühle und ein Feuer. So ungefähr, ja. Weißt du noch in der Forest, wo man am Strand entlang gegangen ist und die ganze irgendwelche Kisten und Kartons und ganz viel Münzen gefunden hat? Ja. Das war noch Zeiten. Ja, die guten alten Zeiten. Vor uns ein Eimer. Okay. Geöffnete Dosen, verrottete Fische. Also man kann schon mal sehen, dass hier welche waren, aber... Oh, hier. Komm mal zu mir. Hier ist ein Seil. Das sind zwei Seile. Ja. Gut. Also wenn ich so schnell hier auf den Steinen entlang laufen würde, ich glaube, ich würde sofort stolpern. Nicht nur du. Oh, hier ist ein Boot. Da ist leider nichts drin. Aber hier vorne ist auch wieder was. Oh. Oh, wieso kann man sich diese Jacken nicht mitnehmen? Die Westen, ja. Kann man damit sehr gut Sachen machen. Die sollten einen eigentlich ein bisschen warm halten, oder nicht? Ich glaube nicht. Ich hatte schon ein paar Mal welche an, aber... Ich glaube, warm geben die nicht wirklich, aber... Für irgendwelche Sachen auf dem Meer oder im Wasser könnte man das gebrauchen, damit es schwimmt. Also ich muss sagen, eigentlich hätte ich gedacht, dass hier die Machete zu finden ist, aber es sieht gerade nicht so aus. Es sei denn, die haben hier das... Habe ich ein bisschen abgeändert. Oder du verwechselst es mit irgendetwas anderem. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber. Ja. Es gibt ja nochmal so eine andere Bucht, die ist. Wenn du auf die Karte schaust, ganz nach außen zoomst, da geht auch so ein Fluss raus ins Meer und da ist auch die Höhle. Ja. Da ist dann wahrscheinlich wirklich die Machete. So. Ich klettere mal hier hoch. Ja, das... Okay. War nichts oben drauf? Nein. Okay. Wollen wir den Dorfeinbesuch abstatten, wo wir gesehen haben? Ich würde sagen, ja. Gut, dann müssen wir mal schauen, wo das war. Irgendwo hier in die Richtung war das. Glaube ich auch. Ah,
Ich glaube, man sieht den Rauch nur, wenn man weit genug weg ist. Ah, da rechts, rechts. Hier ist Rauch. Ja, sehe ich es auch. Mal gucken, was passiert. Kann ja nur gut gehen. Ah, vor mir. Ja, Okay, direkt. die haben Fleischhelme auf. Der eine kommt schon auf mich zu. Okay, meine Pfeile. Da Dankeschön. kommt noch einer. Du mit der goldenen Maske. Oh, der ist weggestorben. Ich hätte gedacht, dass die mehr ausgehalten haben. Weißt du? Okay. Okay. Ich kann die Sperre nicht mehr aufnehmen. Da ist noch einer. Das sind sogar noch zwei. Oh, verdammt, daneben. Hat getroffen und eine Lootbox. Oh, da ist er. Daneben. Mit dem Fleischhelm haben, muss ich sagen, ist es echt effektiver, wenn du den einfach was in die Brust reinjagst. Ja. Oh. Ernsthaft? So. Wollen wir den Typen töten? Können wir. Aber ich denke, wenn du einfach auf ihn drauf einschlägst. Oh, Vorsicht, da sind noch welche, da kommen noch welche. Ja, Kannibalen mit Fleischrüstung. Ja. Die haben wir tatsächlich schon länger nicht mehr gesehen. Was kann man eigentlich mit der meinen Plane Pfeilen sonst abbauen machen? müssen. Olovia. Ich glaube, man kannst du sogar auf so einer Steinwand oder auf so einer Holzwand kannst du einfach mit drauf tun. Und was bringt das? Keine Ahnung. Oh, drei Headshots braucht er hier. Sehr Kann interessant. man den. Ah, man kann ihn nicht mehr schinden. Ja, also häuten. Nicht stehlen. Nein. So, und die anderen sind jetzt weg, oder was? Das ist ein Fall wieder. Also es ist, hier drüben ist noch einer von denen. Oh ja, okay. Und wir. Oh. Warte, weil. Wo ist er gelandet? Ist mein Pfeil gelandet? So. Ah, egal. Auch genug Zeug, um mehr zu machen. Gut, oh. Oh, in der Basis ist einer ja. wieder. Ich hab's gerade gesehen. Und auch zu uns und machen alles kaputt, also machen wir es auch. Ja. Aber das Feuer in der Mitte kann man einfach nicht abbauen. Neue Anladung im Ding ist verfügbar. Okay. Ja gut. Wollen wir zur Machete hinlaufen oder wollen wir was anderes machen? Moment, es gibt etwas Neues. Ah, Heilmax Plus. So, na, das habe ich schon freigeschalten. Ja, Haftbombe, handgefertigte Keule, Steinpfeile. Okay. Ja. Was wollen wir als nächstes machen? Wir haben 15 Minuten auf dem Timer. Ich mache nochmal schnell ein paar Pfeile. Gut. Ein Bündel. Immer schön genügend Pfeile dabei haben.
Das ist sehr wichtig. Ja. Also ich würde tatsächlich auf in die andere Bucht hingehen, um die Machete zu holen. Aber ich glaube, dass die gar nicht mal so schlecht war, oder war das das Katana? Weiß ich gerade nicht. Beides. Ich trinke noch schnell was. Ja, ich gehe halt einfach schon mal. Ich glaube, ich habe jemanden gehört. Ja, die sind bei dir in der Nähe, sind zwischen uns sozusagen. Gut. Mal wir. Nee. Ich sehe sie nicht. Ja, ich glaube, es ist nicht so wichtig. Wir gehen jetzt weiter. Ja. Lauf! Run, Forrest, run! So. Ich glaube sogar geradeaus links vor uns, da wo diese Marke auf der Map ist. Ich denke, dass da vielleicht der Revolver vergraben war oder sowas. Okay. Das ist gerade auf meiner Karte nicht, aber. So. Oh, mal den GPS. Unbedingt mitnehmen. Oh! Ein Stinktier. Ja, hast du gesehen, wie er dich angespritzt hat? Er hat mich angestinkt. Jetzt möchte ich zurückstinken. Komm her, du Stinkbatzen. So. Jetzt naja, was bringt der? Keine Ahnung. Ah, verdammt. Es sind einfach zu viele Büsche da. Ja. Kann ich nicht genau sehen, wo das Vieh als nächstes hinrennt. Aber der hat tatsächlich mir kein Leben abgezogen. Zumindest sieht das so aus. Ich glaube, das zieht dir auch kein Leben ab, aber dafür stinkst du, oder? Keine Ahnung. Also ich sag mal so, meine Sicht war etwas anders. Okay. Aber interessant, dass es Stinktiere gibt. Ja. So, hier in die wegen nach rechts müssen wir. Nach rechts. Wenn du Blaubeeren findest, unbedingt mitnehmen. Also essen oder mitnehmen? Mitnehmen. Und wenn was du zu viele hast, dann einfach essen. Weil dann kriegen wir ein paar Samen dafür. Ja. Können wir eine Base anbauen. Oh, da vorne links ist wieder ein Dörfchen. Ah, okay. Das können wir mal schnell überfallen. Hm. Oh, rechts ist einer. So ein Kannibale. Ich gehe mal Richtung Dorf. Okay, komm mit. Ich mal den Bogen raus. Neue Blümchen. So, stirb endlich. Gut, tot. Blumen? Was sind das für Blumen? Einfach mal mitnehmen, sind gute Blumen. Ja. Das ist nicht schädlich. So, da vorne ist auch schon das Lager. Hier hängen ein paar Skelette ab. Da ist wieder einer gefangen. Oh, das ist ja einer, der um sich tut. Ja. Oh, das sind ein paar viele. Ja, wir gehen wieder. Die haben uns schon gespottet. Gut, dann lauf! Ich lauf doch nicht weg vor sowas. Na, kommt dort her? Ich habe 20 Pfeile und habe keine Bange, sie zu benutzen. Viele von euch haben keinen Helm. Einer tot. Der nächste tot. Das ist ein großer, oder? Ja, ja, der große hält ein bisschen mehr aus. Vielleicht auch kein
nicht ein Pfeil in die Birne, da braucht man mehrere. Ich glaube, du musst sogar nochmal hinschlagen zu denen, ja. Oh, der Große hat es um sich geschlagen, verdammt. So. Oh, ich wurde nochmal eingeprügelt. Soll endlich mal tot sein. Du, da schmeißt jemand. So, jetzt hat. Immer noch nicht. Na gut, nimm den Fall. Achtung, hinter dir! Ja, alles gut. Oh, verdammt. Leben. Oh, auf dich. Und ich bin fast tot. Bin auch fast tot. Ich glaube, ich habe mich auch gerade in den Fall getroffen. Ich habe schnell einen Health Mix rein. Oh, ich hatte einen kleinen Stich an Leben nur noch. Ich auch. Ganz wenig. Ich nehme Medizin. Ich kann Pfeile mitnehmen. Hier noch ein paar Pfeile. Ein Ding Speere. Auch keine Pfeile. Okay. Oh, da ist eine noch. So, das war's. Nom 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 nom. So, die Basis gehört uns. Aha. So, alles mitnehmen. Oh, Lootbox. Ja. Oh, Geld. Münzen. Noch viele Pfeile. Nicht viele Pfeile. Seht ihr das hier an? Warte. Was siehst du hier? Der war am Chillen und dann hat er einen Stein auf der Kehle gehabt. Ich meine hier. Ja. Was meinst du genau? Ist da bei dir kein Koffer? Da ist ein blauer Koffer, der offen war. Genau, und was ist drin? Eine Armbanduhr war drin. Und tonnenweise Kleidung, die man eigentlich als Stoff benutzen könnte. Aber so. Nein. Das meinst du. Das wäre halt zu krass. Man könnte auch hier die ganzen Matratzen zerfetzen und daraus Stofffetzen machen. Ja. Aber das wäre halt auch zu advanced einfach. Ah, Stoff. Da ist Stoff drin. Und ganz viele Seide, die wir alle nicht mitnehmen können, leider. Ja. Das kaputt machen? Nee, schaut man nicht. Oh, Sachen brauchen ein bisschen länger, bis sie kaputt gehen. Oh, da drüben ist. Ah, okay. So, Pfeile mitnehmen. Ist weggelaufen. Okay. Da ist auch noch ein Zelt. Ja. Hier ist auch so ein, Oh, fuck. Okay, ist tot. So. Sorry. Also da will ich nicht drauf hocken. Sorry, aber nein. Wieso? Das Fleisch kann doch sein, dass es sehr bequem ist, oder nicht? Ist mir egal, das ist so widerlich. Ach, da kommt noch einer. Hat einen Fleischhelm. Aua. So. Okay, da ist noch ein Speer von mir und da ist noch einer. Gut, und da oben haben wir noch so einer, der. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch noch ein bisschen braucht. Ja, ich glaube, den Futtertrog, in Anführungszeichen, kann man nicht zerstören. Aha. So, hier haben wir noch einer getötet. Geben die einfach nur die keine Haut mehr oder. Weiß ich nicht. Oh, da hinten ist wieder die eine, die was vorher weggelaufen ist.
Ich versuche sie mal mit Pfeil am Bogen zu erwischen. Läuft wieder weiter. Weg. Ja. So, wie viele Pfeile habe ich noch übrig? Wie viel habe ich jetzt verloren? Okay, ich muss zweimal Pfeile machen. Kleinen Moment bitte. Ja. Da drüben ist ein Kannibale. Okay. Ich hole mal schnell einen Health-Mix rein. Okay. Bin wieder ready. Ja, gut. Lass hier wieder nach rechts, dann kommen wir zum Strand. Das Ende möchtest du woanders hin? Ich gerade, weil wir in der Nähe sind von diesem Violetten. Ja. Okay, dann können wir da hingehen. Da ist er gleich da vorne. Oder ist er die Shotgun vergraben? Das sein. Schaut, das dass Dings nicht dabei ist. Dass Virginia nicht dabei ist. Achso, was sonst nur, dass die Ding Pistole abgeben können? Ja. Ja, ich glaube, hier ist die Shotgun vergraben. Ja, hier haben wir tote Leute. Noch ein. Oh, wir können den Topf nicht mitnehmen, wenn wir schon einen dabei haben. Ah. Ich tue mal abspeichern. Ja, das ist gut. Munition 4,9 mm, okay. Was sind wir hier? Okay, oh, geradeaus ist einer auf dem Weg, sind drei Leute mindestens. Ja. Einer kommt mit Fleischrüstung. Gut. Oh. Speerfuzzi. Man ihre Fleischrüstung nicht nehmen kann. Ja. Okay, endlich. So, und da drüben ist einer. Ja. Wir brauchen immer so viele Pfeile. Aber ja. Den ist wieder einfach. Mhm. Wenn wir auch keine Rüstung haben. So, hier links ist das Ding. Warte! Virginia? Oh, hier vor uns. Virginia, wo bist du? Sollte genau hier sein. Virginia, da ist sie. Okay, hab ihn. Virginia. Ich denke, dass hier vielleicht noch eine... Ah ja, da hinten ist noch eine. Okay. Also wir haben ja noch einen in der Nähe. Ja, bitteschön. Sie hat jetzt eine Knarre. Nice. Hier ist auch Olivera mit. Kannst du auch mitnehmen, wenn du möchtest. Ich bin voll damit. Ja, habe ich. Und jetzt hier rüber. Okay, hier ist das Grab zum Aufgraben. Ich denke, hier ist wirklich die Shotgun vergraben. Ja, Problem, wir haben keine Schaufel nicht. Ich wusste, wir brauchen eine Schaufel. Ah. Ernsthaft? Schade, dass man mit dir nicht kommuniziert. Mein Gott. Den hier grad, die, wollt ihr den hier gerade fressen? Also auch die Dorfbewohner sind hier die Kannibalen, so wie es ausschaut. Das sind alles Kannibalen. Ja. Auch die einen sind die dreckigen Kannibalen, die anderen sind die zivilisierten Kannibalen. So aus? Ja, schade, dass man Virginia nicht sein kann, sie soll mitkommen. Ja, die macht halt, was sie will. Ich gehe weiter zum Strand. Warte, ich glaube, wir sollten zurück dahin gehen, wo wir sprechen konnten. Ich glaube, es wird langsam Abend. Ja, okay. Und dann schlafen. Schlafen, ne? Ja. Da werden wir definitiv nicht angegriffen. Da bin ich mir ganz auf, vor uns ist einer. Mehrere. Ja. Virginia ist in der Nähe. Vielleicht hilft sie uns.
Schon. Du hast keine Brustrüstung. Oh. Au. Oh, Hilfe. Ich lege am Boden. Jetzt nicht mehr. Attack. Was, Virginia? Du kriegst wieder was in die Brust und du kriegst noch einen in die Brust. Ernsthaft? Virginia geht einfach weg? Hinter dir, hinter dir. Da ist auch noch einer. Okay. Getötet. Und hier sind die Zelte auch wieder. Ja. Oh, warte. Komm hier. Das ist ein Ding. Oh. Ist nichts für mich drin. Ah, nichts für dich. Okay. Bei mir war Munition drin und so. Vielleicht habe ich es vorhin schon genommen. Vielleicht. Okay. Sind Gegner in der Nähe? Ist egal. Abspeichern. Jawohl. Dann hat Virginia schon mal die Waffe gespeichert, sozusagen. Oh, ja, und sie ist wieder da. Ach, jetzt ist sie da, wo der ganze Spaß vorbei ist. Ja. Das ist doch toll. Da drüben ist einer. Ich seh's. Mal sehen, ob Virginia irgendetwas macht. War ich früher. Oh, eine Lootbox. Haben sie dabei. Ja. Dann gehe ich mal Lootboxen öffnen. Ich habe mittlerweile 5 Stück, dürfte ich haben. Ja, ich mache auch. Wir haben. Oh, 6. Nice. Ich habe ja einmal Medizin, was ich nicht aufnehmen kann. Direkt vor mir. Ja. Okay. Wo? Direkt vor mir, auf dem Boden. Komm mal. So. Was? Du hast mitgenommen. Kann ich das mitnehmen? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Da habe ich eh zu viel. Okay. Dann einmal speichern nochmal. Ja, und pennen. Und zur Leiche zum Pennen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Gegner befindet sich in der Nähe. Oh ja. Oh, oh. Scheiße. Eine Human Centipede. Wir tun einfach nochmal. Oh, wir können nicht schlafen. Ja, du. Scheiß drauf. Schieß. Oh. Ich bin am Boden. Oh. Du? Noch nicht. So, hoch mit dir. Okay. Ist der Human Centipede tot? Nein. Nein, 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 nein. Der hat viel Leben. Genia. Aber der geht weg. Gut, versuchen zu schlafen. Geht nicht. Jetzt, oder? Nein, geht nicht. Doch. Doch, jetzt geht's. Nehmen wir uns. Oh Gott. Huh. Aua. Ey. Sehr gut, Virginia. Oh, hinter uns. Okay, doch tot. Noch einer. Ja, hinter dir. Hinter dir. Oh, der Dicke ist noch da. Getroffen. Gerade leider ein bisschen außenrum. Ja. Hab dich. Ist aber direkt vor dir. Und wieder getroffen.
dir und der ist wieder da. Ich bin down, glaube ich. Ne, ich kann hoch. Ich bin oben. Na gut. Wie viel Leben hat das Viech? Na, oh, ich bin down. Du müsstest mir hochhelfen. Ich glaube, es ist tot. Das Jammer zumindest. Es ist tot. Wo ist es? Ja. Ganze Sachen. Oh, da können wir Creeper Armor mitnehmen. Wollen wir es gleich, ja, gleichzeitig wieder probieren? Ja, 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 ja. Warte, Virginia ist am Rumballern. Ich wollte sehen, ob hier irgendetwas. Okay, das ist nichts in der Nähe. Also, okay, bist du bereit? In, ja. Also, 3, 2, 1. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Ich habe was zu bekommen, 2 Stück. Ich auch. Es geht noch. Sehr gut. Okay, gut, aber jetzt das können wir, glaube ich. Von West Virginia, gut. Abpennen. Speichern und pennen. Das ist ein Fall. Okay. Oh. Ah. Ja, sehr gut. Nochmal speichern, um sicher zu gehen. Und das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.